Ja, wir kommen jetzt zu unserem letzten Vortrag in unserer zweitägigen Tagung. Und so wie wir in gewisser Weise gestern mit Verfahren, die auch an analoge Techniken erinnert, begonnen haben, so enden wir mit unserer Tagung mit einem Rückblick, nein, einen Ausblick dessen, was Fotografie heute immer noch leisten kann. Unser Referent heißt Christian Klandt und ich könnte ihr jetzt sozusagen mit einem Satz sagen, worum es geht, nämlich er ist Spezialist für handgemachte analoge Fotografie. Ich will gar nicht so weit in gewisser Weise da eingreifen, weil das wird ja uns gleich alles erklären. Aber freuen wir uns einfach auf so Begriffe wie Großbild, nee, Großformat, Kameras, mobile Dunkelkammern, ja, Nassverfahren, Nassplatten. All diese Dinge werden jetzt in gewisser Weise eine große Rolle spielen. Und Christian, weil das alle Vorredner ja auch immer so schön erzählt haben, wann sie wen irgendwie getroffen haben, warum sie sich jetzt auch motiviert gefühlt haben, hineinzuladen. Aber Christian, habe ich in der digitalen beziehungsweise in der Zoom-Zeit kennengelernt. Und zwar durch eine Verbindung, die eng natürlich mit dem Deutschen Fotorat zu tun hat. Wir haben ab und zu immer wieder darüber geredet. Jürgen hat auch immer wieder den Deutschen Fotorat und die verschiedensten Verbindungen hier erwähnt. Der Deutsche Fotorat hatte sich gegründet. Das sind die Gründungsmitglieder aus der DGPH, aus der DFA, der BFF und von Freelance. Und haben einzelne Sprecher gewählt. Und Christian Klandt kommt vom BFF und ist dort wirklich sehr, sehr aktiv. Er ist auch sogar Herausgeber des BFF ArtLab Podcast. Dort tauchte in gewisser Weise wir immer als Bilder auf Zoom auf. Und ich, derjenige, der bis zu dem Zeitpunkt eben halt noch keine Bilder kannte, war natürlich immer interessiert, nun nicht nur irgendwie auf das Gesicht zu schauen. Wo ist Christian jetzt eigentlich? Ach, da. Ne? Ja, saß doch die ganze Zeit dort vorne. Hatte nicht nur aufs Gesicht geschaut, sondern immer, was ist denn eigentlich hinter jemanden, der dann sozusagen irgendwie kein digitales Bild, sondern eben halt live seinen Raum irgendwie zeigt. Und über diese Situation kam man dann halt einfach irgendwie zu bestimmten Gesprächen. Und eigentlich wollte ich jetzt hier mit diesem Buch stehen, was du mir dann irgendwann mitgebracht hast. Das wirst du aber auch erwähnen. Auf alle Fälle hochinteressant, mit welcher Leidenschaft er genau eben halt einfach diese Dinge, wie eben halt Collodium-Nassplattenverfahren mit eben halt Belichtungen vor Ort, die Bilder entwickelt, mit der Großformatkamera arbeitet. Und das wird er uns jetzt erzählen. Und ich will nur sagen, die Tradition der Deutschen Fotografischen Akademie, ja, auch eben halt der Begriff Gesellschaft deutscher Lichtbildner, also insbesondere letztendlich diese Betonung auch auf Lichtbild, was Gottfried Jäger ja immer auch aufrechterhalten hat, das ist an sich eigentlich trotzdem halt der neuesten Techniken, die uns begegnen, ist es nie wirklich ganz aus der DFA, aus der Deutschen Fotografischen Akademie verschwunden. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir einen weiteren Vertreter dieser Verfahren hier eingeladen haben. Und jetzt gebe ich die Bühne frei für Christian Klandt. Herzlich willkommen, du warst die ganzen 2 Tage schon da. Deine Bühne. Danke.
Danke dir, lieber Ingo, für die Einleitung. Und bevor ich anfange, das war ein fotografisches Feuerwerk bisher in den letzten zwei Tagen. Ich finde das ganz hervorragend. Ich bin das erste Mal auf einer DFA-Tagung. Ich habe zwar einzelne Vorträge schon online mir angeschaut, aber das erste Mal live. Und was hier gezeigt worden ist, ist die Bandbreite der Fotografie. Also so vielfältig kann die Fotografie sein und ist sie. Und einen kleinen Baustein dazu möchte ich noch hinzufügen. Bevor ich einsteige oder zum Einstieg, möchte ich kurz erklären, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mit so Großformatkameras und Nassplatten und so einem Zeugs zu arbeiten. Denn als ich angefangen habe, beruflich zu fotografieren, habe ich ziemlich exklusiv digital gearbeitet. Ich wollte von analoger Fotografie nichts wissen. Ich kannte das auch nur am Rande und geschweige denn theoretisch, auf keinster Weise praktisch, bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, zu merken, ich stoße hier an eine Grenze. Zu dem Zeitpunkt habe ich im Wesentlichen Reportagen und Porträts fotografiert und war auf der Suche, ohne zu wissen, dass ich auf der Suche war. Habe mich aber auf die Reise begeben und habe dann doch irgendwann gemerkt, okay, wenn ich mit digitalen Mitteln nicht zu diesem in Anführungszeichen für mich perfekten Bild komme, das ich aber gerne hätte, da muss ich wohl andere Wege beschreiten. Und habe dann mal mit zittrigen Fingern einen Rollfilm in eine Kamera gesteckt und das auch belichtet und entwickelt und auch mit Polaroids gearbeitet. Und das war alles ganz nett, aber das hat mich noch nicht mitgenommen. Mitgenommen hat mich ein Bild von einem unbekannten Mann auf dem Titel, auf dem Cover eines Online-Magazins. Und da habe ich gesagt, wow, das ist doch toll. Denn ich war kurz davor in einer Ausstellung in Lima, in dem, ich nenne es jetzt mal, privaten Museum von Mario Testino, wo er eine exquisite Ausstellung an die Wand gebracht hat. Dort hingen alle Supermodels der Welt, toll fotografiert, exquisit gerahmt und geprintet. Und ich bin da durchgelaufen und es hat mich kalt gelassen. Und das hat mir zu denken gegeben. Und interessanterweise kam kurz danach die Begegnung mit diesem Porträt eines Mannes. Und der Mann ist, soweit ich weiß, relativ unbekannt, aber das Verfahren, was mir damals noch unbekannt war, hat einen Unterschied gemacht, weil ich dachte so, ah, da spielt doch irgendwie Musik, so sollte doch ein Bild aussehen, was ich auch gerne machen möchte. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe geschaut, ja, das ist mit dem sogenannten Collodium-Nassplattenverfahren aufgenommen worden. Und da habe ich gedacht, naja, muss ich wohl mal ausprobieren. Habe dann in Berlin zum Glück jemanden gefunden, der einen Workshop angeboten hat. Und dann bin ich da hingegangen und zu dem Zeitpunkt habe ich eine Entwicklungsschale weder auch nur berührt. Ich wusste, dass es Großformatkameras gibt, ich habe sie aber nie benutzt. Und an den ersten Tag kam sehr, sehr viel Neues auf mich zu. Und das fand ich wunderbar. Und ich erinnere mich noch an das Gefühl, als ich meine erste eigene Nassplatte entwickelt und fixiert habe. Und da habe ich gedacht, aha, ich glaube, das ist es. Und bin voll mit Eindrücken nach Hause gekommen und habe zu meiner jetzigen Frau, damalige Lebenspartnerin, gesagt, ich glaube, das möchte ich auch machen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich ab dem Moment ungefähr ein halbes Jahr gebraucht habe, bis ich die Ausrüstung zusammen hatte und irgendwie in der Lage war, mein erstes eigenes Bild zu machen. Aber das wusste ich ja zum Glück nicht. Als ich dann alles zusammen hatte, habe ich angefangen zu trainieren. So, es ist ja nicht so, dass das von jetzt auf gleich und alles mit automatischer Belichtung und ETL daherkommt, sondern da muss man erstmal ein bisschen seine Hausaufgaben machen. Zum Glück habe ich meine Hausaufgaben scheinbar recht gut gemacht und war relativ schnell in der Lage, Porträts zu machen, denn das wollte ich ja tun, und habe gedacht, okay, jetzt habe ich hier mein neues Handwerkszeug, was mache ich denn jetzt damit? Und nach einigem Überlegen habe ich gedacht, okay, ich werde ein Porträtprojekt machen. Und in diesem Porträtprojekt wollte ich für mich eine ganz persönliche Hommage an die Fotografie betreiben. Das heißt, ich habe gesagt, ich gebe dem irgendeinen Rahmen, also nicht irgendeinen, sondern der Rahmen war, ich fotografiere 100 Menschen. Und die werde ich nicht kuratieren, sondern und auch nicht editieren, indem ich 200 fotografiere und dann irgendwie die 100 schönsten mir raussuche, sondern ich mache einen Aufruf und ich gucke, wer kommt. Das hatte zur Folge, dass von den 100 Menschen ich 80 ungefähr zum ersten Mal gesehen habe, als sie zu mir ins Studio gekommen sind. Und natürlich hätte man jetzt da irgendwie eine Reihe von Bildern machen können, aber ich habe mir auferlegt, ich mache pro Person eine einzige Belichtung. Weil ich wollte wissen, was macht das mit mir selber?
als Digitalfotograf, der auch mal mit 1000 Belichtungen von einem Porträtshooting nach Hause gekommen ist zur digitalen Zeit. Was macht das mit mir? Welche Haltung muss ich einnehmen, wenn ich in einem Shooting einen Schuss habe? In Klammern, und dabei noch mit einem sehr sensiblen Verfahren arbeite. Der Titel 100 Wet Plates, 100 Words kommt daher, dass ich die Personen immer mit auf diese Reise genommen habe. Für die war das interessanterweise egal bis unbekannt, dass es nur ein Bild gibt. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe sie mit in die Dunkelkammer genommen und es gibt einen magischen Moment, den ihr gleich auch in einem kleinen Video sehen werdet, wo sich das finale Bild aus einem milchigen Schleier heraus erhebt und auf einmal das Licht der Welt erblickt. Und bei einem Porträt sind das insofern besonders, dass man sich quasi als Porträtierter selbst aus der Entwicklungsschale anschaut. Und zwar spiegelverkehrt. Das wussten die meisten nicht. Aber man sieht sich auf einmal so, wie man sich im Spiegel sieht. Und das ist irgendwie besonders, vor allem wenn man das nicht weiß. Das sorgt für eine Vertrautheit und in der Regel für recht berührende Momente. Und ich habe die Leute gebeten, so wie ich gesagt habe, ich mache nur ein Bild, diese Emotion, dieses Erlebnis, diese Erinnerung mit einem Wort zu beschreiben. Das war mein roter Faden. Und so habe ich 100 Menschen fotografiert. Und ich muss sagen, das war eine intensive Reise. Ich habe das in ungefähr 3 Monaten durchfotografiert, das heißt im Schnitt ein Bild pro Tag. In der Regel habe ich das probiert, ein bisschen zu bündeln. Mehr als 3 Shootings am Tag habe ich aber nicht geschafft. Und am Ende hatte ich eine tolle Strecke von genau 100 Bildern und habe gedacht, das ist mein Durchbruch. Na, so, das werde ich jetzt ausstellen, jetzt werde ich berühmt und verkaufe da alles von. Ich habe auch ein Buch daraus gemacht, selbst verlegt, habe einiges dabei gelernt, 2-mal die gesamte Auflage in die Druckerei wieder zurückgeschickt, weil was nicht in Ordnung war. Auf jeden Fall hatte ich ein Buch, ich habe die Bilder auch tatsächlich ausstellen können, national und auch international. Es waren auch Originale in den USA zu sehen, das fand ich alles ganz toll. Und verkauft habe ich exakt nichts. Und dabei habe ich relativ schmerzhaft gelernt, dass auch wenn ich sehr stolz auf meine Arbeiten war, dass Menschenfotografie im Kunstkontext vor allem dann erfolgreich ist, wenn Peter Lindberg, wenn man Peter Lindberg heißt, bekannte Menschen fotografiert und im Idealfall die auch noch nackt sind. Und das Beste ist, wenn Peter Lindberg berühmte Menschen nackt fotografiert. Das Problem bei der Sache war, ich war weder Peter Lindberg, mich kannte keine Sau. Ich habe auch keine bekannten Menschen fotografiert, das wollte ich ja noch nicht mal. Und nackt waren sie auch nicht. Naja. Das Interessante für mich, was das Projekt auch mitgebracht hat, und das habe ich in keinster Weise geplant, diese 100 Shootings waren für mich so erschöpfend, dass ich danach einen Porträt-Burnout hatte. Ich konnte und wollte keine Porträts mehr sehen. Ich wollte keine Menschen mehr vor der Nase haben. Ich war einfach leer. Denn diese Haltung und diese Konzentration, die ich in diese Shootings mit reingeben musste, die haben mich einfach gefordert, um nicht zu sagen überfordert. Das hat sich eine ganze Weile gehalten und ich muss sagen, das war für jemanden wie mich, der mit Menschenfotografie sein Geld verdient, auch nicht unbedingt lustig. Was ich aber gemerkt habe, ist, ich hatte ein Medium gefunden und mit dem konnte ich mich auf einmal ausdrücken, auf eine Art und Weise, in der ich mich vorher nicht ausdrücken konnte. Und was ich auch gemerkt habe, ist, ich bin kein Vintage-Fotograf. Also es gibt schon eine Handvoll Leute, die das auch machen. Und es gibt dann Leute, die so historische Szenarien fotografieren, sodass die Bilder sehr echt aussehen wie damals. Das war ich nicht und das bin ich auch nicht. Ich bin ein moderner Mensch, der zufälligerweise mit einem alten Verfahren arbeitet. Und dafür steht das Bild, weil das ist offensichtlich modern. Jetzt habe ich ja meinen Porträt-Burnout gehabt oder hatte ihn zu dem Zeitpunkt. Und okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, ich muss ausbrechen. Rausbrechen aus diesen sicheren Wänden des Studios, in dem ich relativ viel kontrollieren kann und habe mir dafür eine neue Kamera besorgt. Die kam aus Indien per Luftfracht bei mir an, das ist diese Holzkamera und als ich die ausgepackt habe, zerfiel sie zu Staub, also der Balken vor allem. Und ich hatte mich natürlich wieder gut vorbereitet und habe gedacht, so ja, super, wenn alles da ist, kann ich sofort loslegen. Konnte ich nicht, denn die Kamera war einfach Schrott.
So, dann habe ich gedacht, naja, was mache ich jetzt? Und habe gedacht, Challenge accepted. Ich werde sie restaurieren. Das war ein etwas längerwieriges Projekt, bei dem ich aber viel gelernt habe, weil ich habe die Kamera einfach komplett zerlegt. Ich hatte eine Schale mit Holzteilen, eine Schale mit vernickelten Messingteilen und noch ein paar Schräubchen hier und so. Und dann habe ich mir einen neuen Balken machen lassen, das wollte ich nicht selber machen. Und die Kamera ist einfach wunderschön geworden. Rotes Mahagoni-artiges Holz, ich weiß gar nicht, welche Holzsorte das ist. Auf jeden Fall eine schöne Kamera in einem sehr interessanten Format, nämlich 16:9. Das ist heute irgendwie wieder en vogue geworden. Und das Interessante für mich, und das war das zweite Aha-Erlebnis in der Konfrontation mit diesem Verfahren, war, dass ich als ein naturverbundener Mensch auf einmal in der Lage war, Landschaftsaufnahmen zu machen, die mir selber gefallen haben. Denn das konnte ich vorher nicht. Ich habe das natürlich probiert. Ich bin auch mit der Kamera rausgegangen und habe probiert, etwas zu fotografieren. Und die Ergebnisse, die ich dabei zutage gebracht habe, waren bestenfalls mittelmäßig. Also ich dachte, das kann man eigentlich auch löschen, das muss ich aus Recht keinem zeigen. Allerdings hat dieses behäbige Arbeiten mit Großformatkameras vom Stativ, mit einer mobilen Dunkelkammer, mit einem Verfahren, was ISO-Werte von 0,5 mit sich bringt, es ist einfach alles sehr langsam. Und diese Langsamkeit, man nennt das auch Neudeutsch oder nicht Neudeutsch, man nennt das Entschleunigung, die hat mir das Türchen geöffnet, Aufnahmen zu machen, von denen ich dann selber das Gefühl hatte, so, oh, okay, neues Genre eröffnet, Landschaftsfotografie. Und das sind Aufnahmen meiner ersten Serie, da habe ich Source genannt, weil jedes Bild für eine Art Emotion steht und in seiner Zweideutigkeit auch für mich der Ursprung einer für mich ganz neuen Art der Fotografie, nämlich der Landschaftsfotografie ist. Ich könnte zu jedem dieser Bilder eine interessante Geschichte erzählen. Bei dem Bild ist es zum Beispiel so, dass mir der Wagen, ich hatte mir so einen Zwillingsanhänger umgebaut, um das ganze Equipment da reinzukriegen, weil ich muss ja, wenn ich da fotografiere, relativ viel Equipment mitnehmen. Bei der Kamera sind das, schätze mal, so ungefähr 100 Kilo, wovon das 30, 40 Liter Wasser sind. Je nachdem, wie viel Platten ich machen möchte. Und die muss ich ja irgendwo dahin kriegen, weil ich kann nicht überall mit dem Auto hinfahren. Und dieser Wagen hat sich zerlegt auf dem Weg dahin, wo ich das fotografieren wollte. Und ich wusste aber, dass das Licht für diesen Ort, den ich vorher schon gescoutet hatte, total toll ist. Und ich wollte da unbedingt hin und bin schweißgebadet dort angekommen und habe gedacht, naja, mache ich jetzt mein Bild. Habe alles aufgebaut, habe eine Belichtung gemacht, habe da gesessen, habe gedacht so, naja, jetzt, das Bild sieht toll aus, also genau deswegen bin ich gekommen und war erstmal irritiert, als ich mit diesem einen Bild dann wieder angefangen habe einzupacken und nach Hause gefahren bin. Ich war jetzt, was die Verkaufsaussichten auf dem Kunstsektor betrifft, ein bisschen reduzierter in meiner Euphorie, aufgrund der Lernerfahrung mit Peter Lindberg und Models und Nackt und so. Endless Endems heiße ich ja auch nicht. Und war aber trotzdem positiv überrascht, dass eine Galerie, die die Porträts ausgestellt hat, das ganz toll fand und gesagt hat, so doch, das finden wir schön, wir möchten gerne eine Ausstellung mit ihr darüber machen. Und zwar eine Ausstellung mit einem zweiten Künstler, der Glasskulpturen im Wesentlichen macht, Glas und Stein. Und ich finde, die Materialität, die hat sich da ganz gut zusammengefunden. Das ist eine Ausstellungsansicht. Und diese Ausstellungsansicht, das ist mir gestern, als ich dieses Bild in die Präsentation eingefügt habe, nochmal klar geworden, ist auch eine Statusbeschreibung. Eine Statusbeschreibung dazu, wie ich meine Bilder damals präsentiert habe, im Vergleich zu dem, wie ich sie heute präsentiere. Und da komme ich noch zu. Denn das sind digitale Inkjet Prints. Das funktioniert super, also die Bildwirkung ist im Wesentlichen ganz gut und ich habe aber gedacht so, ah, Mist, ich habe doch hier so ein handwerkliches Verfahren, das ist so, da muss ich irgendwas machen und habe probiert, einen Teil davon in diese Edition hinein zu transferieren, indem ich zumindest die Prints mit einer gerissenen Papierkante in einem Objektrahmen freischwebend montiert habe. Das finde ich immer noch ganz gut, ich wusste aber damals eigentlich schon, wo ich hin will. Komme ich später zu.
Jetzt hatte ich ein bisschen Blut geleckt. Und dann habe ich gedacht, naja, es geht ja auch nicht nur um die Prinz, sondern es geht ja um das große Original, große im Idealfall. Und dann habe ich gedacht, die Kamera ist schon ganz toll, 8,5x15 Inch hatte die. Ich würde aber gerne eine etwas größere Kamera haben. Und dann habe ich mit einem italienischen Kamerabauer gemeinsam eine Kamera entwickelt. Und die kam dann als Expresspaket bei mir an. Und ich habe ihm gesagt, wenn du mir die rechtzeitig bis dann schickst, dann mache ich ein Unboxing-Video. Und ihr seht ja, das ist quadratisch. Das war damals noch das Seitenverhältnis der Wahl für gewisse Social-Media-Kanäle. Und dieses Unboxing-Video habe ich dann gepostet und das ist nahezu viral gegangen. Das ist, glaube ich, 250 Mal geteilt worden in relativ kurzer Zeit. Und das ist der erfolgreichste Social-Media-Post, den ich bis jetzt je gemacht habe. Und ich habe gedacht, super, ich höre das auf mit der Fotografie. Ich kaufe jetzt nur noch Kameras und packe die aus. Auf jeden Fall habe ich mir die Kamera genommen, ins Auto gepackt, bin von Berlin aus, wo ich damals noch gewohnt habe, in die Niederlande gefahren, in die Nähe von Arnheim, in einen Nationalpark. Und habe gedacht, so, wir zwei, wir lernen uns jetzt mal kennen. Und bin dann eine knappe Woche verschwunden. Und habe mich mit dieser Kamera und der Größe angefreundet und der Bildwirkung, die ich damit erzielen kann, weil das kann ich sagen, das ist nochmal was anderes. Also ich liebe das, mit geringer Tiefenschärfe zu arbeiten. Bei den Plattenformaten, also das ist eine 40x50 cm Kamera, ist es so, dass die Tiefenschärfe manchmal doch eine Herausforderung ist, weil sie sich irgendwann nur noch im Millimeterbereich befindet. Auf jeden Fall hat auch ein Magazin davon Gehör bekommen, meinte, oh ja, wir möchten gerne einen Beitrag darüber machen, die Aufnahmen sind auch schön und bitte schick uns doch ein Bild von dir mit deiner Kamera. Und ich habe gedacht, so, oh, nee, das möchte ich, das ist mir ja unangenehm, weil diese Bilder, wo Leute mit ihrer Kamera posen, die finde ich ganz doof. Und die wollten das aber ganz unbedingt. Und dann habe ich so ein Bild gemacht. Und dann war ich a very proud owner of a very big camera. Und es ist natürlich ein bisschen selbstironisch, mir da auch die Narrenkappe aufzupacken, weil größer, schneller, weiter funktioniert manchmal, aber natürlich nicht immer. Und es ist auch nicht der Weg zum Ziel, meiner Meinung nach. Aber schauen wir uns mal an, was 40x50 cm bedeutet. Wie groß ist das eigentlich? Also das ist so groß. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, ist das 4x5 Inch. Das ist das, was man gemeinhin als Großformat bezeichnet. Das ist jetzt dann im Vergleich dazu relativ klein. 6x4,5, das ist ein gängiges Mittelformat-Frame. 35 mm, kennt auch jeder. Und ungefähr dieser kleine Pixel da, das ist so die Sensorgröße eines aktuellen iPhones. Macht das jetzt Sinn? Nein. Also dieser Vergleich ist Nonsens. Aber er soll verdeutlichen, was die Größe für mich als Nassplattenfotograf bedeutet. Denn wenn ich ein Negativ mache, 4x5 oder welche Größe auch immer, oder mit einem digitalen Sensor eine Datei anfertige, wird die in der Regel größer wiedergegeben. Wenn mir das Original aber wichtig ist, dann muss ich leider eine große Kamera nehmen. Denn die bestimmt die Größe des Originals. Das fand ich alles ganz toll mit dem großen Original, hatte in der Zwischenzeit auch meinen Porträt-Burnout überwunden und habe dann angefangen, die dicken, schweren Jungs mir vor die Kamera zu holen. Und das sind drei Ehrenmitglieder vom BFF. Ich denke, namentlich muss ich sie nicht vorstellen, die dürften die meisten kennen. Habe auch im Studio was Neues angepackt, das heißt, ich habe probiert, die Grenzen auszuloten. Christian, ich mache mal ganz kurz einen technischen Einwurf. Du siehst oder ihr seht alle da diese leicht bläulichen Dinger. Das ist nicht das Foto, sondern ein Defekt des Projektors. Also da gibt es genau einen Tonwert im Graukeil, der so komisch blau kommt. Können wir leider nichts mehr machen. Ja, gelb ist okay, aber es gibt eben auch so ein paar blaue Dinger. Und das ist halt leider so. Ja, ja, das, danke. Also diese Fotografie lebt von und mit ihren Artefakten. Die Artefakte sind digitaler Natur, die sind nicht da zu sehen. Was aber an dem Bild oder an den dreien vielleicht für euch interessant ist, das werdet ihr vielleicht gar nicht gemerkt haben, das ist das erste Mal, dass ich eine Originalplatte zeige. Vorher habt ihr nur digitale Abbilder
des Originals gesehen. Kurz nachdem ich an dieser Serie sehr intensiv gearbeitet habe, ist mir mein Studio in Berlin im Prenzlauer Berg um die Ohren geflogen. Um ehrlich zu sein, ist es mir nicht um die Ohren geflogen, sondern es ist abgesoffen. Es gab dort massive Feuchtigkeitsprobleme und ich war tatsächlich auf Hochzeitsreise in Schweden unterwegs, kam zurück, wollte nur kurz was vorbereiten, weil ich am Tag danach ein Shooting hatte und ich kam in dieses Studio und es war alles mit einer Schimmelschicht überzogen. Der Fußboden, die Arbeitsplatte in der Küche, der Balken vom Vergrößerer, es war eine herausfordernde Situation. Ich habe an dem Tag entschieden, dass ich einfach rückwärts wieder rausgehe, um die Tür zu machen und darüber erstmal nachdenken muss. Und das war ein Desaster, das hat sich auch über ein paar Monate hingezogen. Und letztlich habe ich auf die Reißleine gezogen, habe gedacht, okay, das macht alles so keinen Sinn mehr. Es gab dann auch eine Anwaltsschlacht im Hintergrund dazu. Und ich stand jedenfalls ohne Studio da. Und das hat mich wahnsinnig deprimiert oder wütend gemacht, weil ich hatte mich meines Arbeitsumfeldes beraubt gefühlt. Was mir zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar war, dass ich herausgehen konnte, hätte können, um Landschaften zu fotografieren, denn für die Landschaften brauche ich ja kein Studio. Das Studio ist draußen und den Rest nehme ich einfach mit. Das war ein schmerzhafter Prozess von einigen Monaten, bis ich gemerkt habe, okay, ich brauche einen Befreiungsschlag, ich brauche ein neues Projekt. Und das hat dann nach und nach Form angenommen. Und ich habe meiner Frau gesagt, wir wollten doch schon immer mal im Winter in die Sonne, nicht wahr, Schatz? Und in Portugal, an der Algarve, soll auch im Winter ganz viel Sonne scheinen. Und dann sind wir da hingefahren, hatten einen Monat Zeit. Die Idee war, die ersten zwei Wochen für die Familie zu haben. Ich habe das sehr geschickt dazu genutzt, immer wieder neue Strände vorzuschlagen, an denen ich dann Location scouten konnte, um zu schauen, wo könnte ich mit meiner Kamera hin und mein neues Bild zu machen. Die Kamera war auch neu, es ist nicht mehr die, die ihr vorhin gesehen habt, aber das gleiche Format, nur anderes Fabrikat. Und dann habe ich zwei Wochen lang einen Regieplan gemacht. Dann kam mein Assistent aus Berlin eingeflogen und dann haben wir uns aufgemacht, diesen Regieplan abzuarbeiten. Und das hat bis Tag 3 ganz wunderbar funktioniert. Und Tag 3, oder ich bin an Tag 3 mit meinem Masterplan, mit der Realität konfrontiert. Ziemlich hart sogar. Da hat nämlich exakt nichts mehr funktioniert. Wir hatten die Dunkelkammer aufgebaut. Ich hatte sogar schon ein paar Drohnenflüge im Sonnenaufgang gemacht, weil ich wollte unbedingt ein Video haben und hatte die Drohne schon eingepackt. Und auf einmal kam ein Mann, der scheinbar der Besitzer des Restaurants war, das im Winter zwar zu hat, aber auf der Terrasse hatte ich die Dunkelkammer aufgebaut. Und der meinte, ohne dass ich es wörtlich verstanden habe, aber dass wir doch relativ schnell uns dort vom Acker machen sollten. Und ich habe ihm gesagt, so, ja, wir übernachten nicht hier, es ist große Kunst und hier, schau mal, so sieht das aus, was wir machen wollen. Und es war dem ziemlich egal. Und da habe ich gedacht, naja, müssen wir halt wieder einpacken und 500 Meter weiter alles wieder aufbauen. Das hatte zur Folge, dass Ebbe und Flut angefangen haben, in meinen Plan zu grätschen. Und Felsen, die für meine Motivaufbauten wichtig waren, auf einmal nicht mehr da waren. Ich stand auf einmal bis zu den Knien mit der Kamera im Wasser. Ich habe mir den Kopf an der Kamera blutig gestoßen und es lief nichts nach Plan. Und da musste ich erstmal sehr viel Demut in mir und mit mir kultivieren und zu merken, shit, ich habe so gut geplant, ich habe mir selber die Leitplanken so eng gebaut, dass ich keinerlei Bewegungsspielraum nach rechts und links hatte. Und das war für mich und ist es immer noch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Am Tag danach sind wir an eine andere Location gefahren und ich habe das Bild gemacht. Und das ist für mich eins der besondersten Bilder der ganzen Serie. Deswegen hat das auch nachher die Nummer 1 bekommen. Und dann weiß ich noch, dass ich in meinem Notizbuch geschrieben habe, wow, thank you, there's magic in this image. Und ich habe es geschafft, diese Niederlage vom Tag davor zumindest ein Stück weit zu verdauen. Ich konnte ein bisschen loslassen.
Und das Interessanteste dabei ist, ich dachte, dass alle Aufnahmen, die ich an dem Tag gemacht hatte, also an dem Tag davor, an dem Desastertag, für die Tonne sind. Ich war schon kurz davor, sie noch vor Ort wegzuschmeißen. Im Nachhinein sind 3 meiner besten Aufnahmen an diesem Tag entstanden. Und das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich das realisiert habe. Dank meinem Assistenten, der mir geholfen hat, da die Moral hochzuhalten, konnte ich weiter fotografieren. Ich habe probiert, ganz unterschiedliche Standorte zu wählen, ganz unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen, nähere und entferntere Perspektiven zu nutzen, also mal von oben, mal eher von unten. Und letztlich geht es um Felsen und Brandung, also den sprichwörtlichen Fels in der Brandung. Das ist übrigens eins der Bilder von dem Desastertag. Und die ganze Serie ist für mich, oder das ist das, was ich damit ausdrucken möchte, eine Metapher. Eine Metapher für den Wandel. Denn dieser vermeintliche Fels in der Brandung wird jeden Tag von Wellen, Wind und Sonne erodiert, bis er abbricht und zu Sand wird. Und ich glaube, dass das eine Haltung ist und das ist ironischerweise etwas, womit ich selber konfrontiert war, denn ich habe den Wandel innerhalb meiner eigenen Arbeit nicht zugelassen und damit bin ich kollidiert. War eine Lernerfahrung. Es gibt übrigens ein Video zu der Serie, wenn ihr es interessiert, auf meiner Webseite und auf YouTube, weiß nicht, 3-4 Minuten oder sowas, in dem ich auch ein bisschen mehr dazu erzähle. Auf jeden Fall habe ich nach 2 Wochen oder 10 Tagen fotografieren, diese Kiste gehabt mit 26 Belichtungen. 26 plus eine Glasplatte, komme ich gleich noch drauf. Und diese 26 Belichtungen konnte ich durch ein bisschen hin und her editieren, herunterkondensieren auf 13. Und diese 13 sind dann in meine Serie eingegangen unter dem Titel Guardians. Und zu Hause fing dann die Überlegung an, wie präsentiere ich eine ergänzende Edition als zu den Originalen. Denn die Originalen, dafür habe ich mir den Aufwand mit der großen Kamera gemacht, die war klar, die wollte ich präsentieren in einem schwarzen Objektrahmen, schwebend dort drin, dass die auch was Objekthaftes bekommen. Und nach vielen unterschiedlichen Versuchen mit ja auch digitalen Prints, Carbonprints, Platin Palladium, Albumin und Salz. Ich habe so ziemlich alle Verfahren, mit denen ich arbeite, da durchgehabt, um dann zu merken, ich möchte gerne Platin Palladium Prints machen. Und zwar relativ groß, denn mir war es wichtig, dass die ergänzende Edition nicht in Konkurrenz tritt zum Original. Und das ist so ein ganz kurzes Video über den Prozess, wie man einen solchen Platin Palladium Print macht, nicht mit allen Schritten. Und für mich ist es schwierig, dieses Video so zu sehen, weil dieses Hochformatige funktioniert für mich für Video gar nicht. Aber jetzt dürft ihr 3-mal raten, wofür ich das gemacht habe. Für Instagram natürlich. Und die diktieren das. Und das funktioniert leider dann auch bei solchen Präsentationen hier nicht so gut, weil es wäre viel schöner, wenn das quer wäre. Aber ich habe mich dem Diktat da scheinbar gebeugt. Ich bin über die maximale Bogengröße hinausgegangen und habe gesagt, okay, wenn ich größer werden will, muss ich über 2 Bögen belichten. Und das habe ich dann gemacht und habe sie in einem weißen Objektrahmen ebenfalls, nicht schwebend, sondern hängend montiert. Und so sieht das Ganze dann als Installationsansicht aus. Letztes Jahr konnte ich das zum ersten Mal vorstellen, in dem Showroom von Simone Klein in Köln. Und das war für mich insofern sehr besonders, weil zwar kannte ich meine Aufnahmen, aber ich hatte noch nie alle 13 Bilder nebeneinander hängend in einem Raum gesehen. Und das war für mich im Prinzip sowas wie der Abschluss der Serie. Denn jetzt ist es auch nicht mehr vollständig, es ist auch schon was verkauft worden. Das heißt, es war für mich ein ganz besonderer Moment bei der Hängung zu merken, jetzt ist alles da. Zum Abschluss möchte ich euch ein Projekt vorstellen, zu dem es auch ein Buch gibt. Das ist das Buch, was Ingo vorhin erwähnt hat. Und das hat den Titel Places of Resonance. Das hat den Anfang gefunden eines Sommermorgens in Berlin, wo ich mich mit meinem guten Freund Michael Gleich, Journalist und Autor, zum Schwimmen am Weißen See getroffen habe. Und er meinte, ach Christian, ich habe da ein ganz tolles Projekt gemacht.
Ich habe sogenannte Seelenorte besucht, 43 Stück an der Zahl, und habe über jeden Ort eine Reportage geschrieben. Und diese Orte sind so besonders, die sind von Spirituellen, von Heimatschützern, von Historikern zusammen in einem partizipativen Prozess ausgewählt worden. Und jeder hat was Besonderes und die sind extrem unterschiedlich. Manche davon sind einfach Naturplätze, manche davon sind sakrale Bauten wie eine Kirche, eine Kapelle. Manchmal ist es ein Stein oder ein Baum mitten im Wald. Und dann habe ich gesagt, das könnte ja schon mein Genre sein, das ist interessant. Lass uns doch mal eine Testreise machen. So, ich muss das irgendwie, muss das erspüren, ob das für mich funktioniert. Und dann habe ich angefangen, mich vorzubereiten. Ich war schon wieder dabei, einen Masterplan zu erschaffen. Und habe gedacht, na super, ich habe ja diese tollen Reportagen, die lese ich jetzt. Und dann habe ich die erste Reportage angefangen zu lesen und habe nach 3 Zeilen gemerkt, stopp. Genau das mache ich nicht, denn ich möchte blank dort auflaufen. Also ich will wissen, wo die sind und will wissen, ob ich da hinkomme. Also so ein Faktencheck schon. Aber ich möchte nicht genau herausfinden, was andere dazu gesagt oder geschrieben haben, sondern das möchte ich selbst erspüren. Und das habe ich gemacht und das war, glaube ich, eine sehr gute Herangehensweise. Das hier sind die sogenannten Almequellen. Das ist ein großer Quellteich, wo es hunderte, ich weiß die genaue Zahl weiß ich nicht aus dem Kopf, kleiner Quellen gibt. Das blubbert und gluckert überall. Das ist eine ganz spannende Atmosphäre. Und ich habe überlegt, so wie kann ich mit meinen fotografischen Mitteln das Wesen des Wassers greifbar machen. Und das sind 2 Aufnahmen davon. Ein anderer Ort, der Schmalasee, hat mich insofern angesprochen, weil es dort einen gigantischen Wolkenhimmel gab über diesem See, der aber aus technischen Gründen, das würde jetzt zu weit führen, auf Nassplatten nur schwierig greifbar zu machen sind. So, und dann habe ich gedacht, naja, aber ich will diese Wolken irgendwie sehen. Und dann habe ich gedacht, naja, belichte ich halt mal auf das Spiegelbild im Wasser. Und dann nochmal auf die Wolken. Und dann sieht man noch, was das mit dem Rest vom Bild macht. Also das verschwindet dann nahezu. Allerdings finde ich, dass das ein ganz tolles Triptychon geworden ist. Und über dieses Phänomen, wie schwierig es ist, Wolken zu fotografieren, bin ich gerade im Abschluss einer großen Forschungsarbeit für das Rijksmuseum in Amsterdam, wo ich nachgestellt habe, wie Gustave Le Gray, also einer der wichtigsten Landschaftsfotografen, damals gearbeitet hat. Noch ein schöner Ort, wo ich gemerkt habe, ich muss irgendwie die Perspektive verändern, um zu einem Motiv zu kommen. Das heißt, ich bin in Wasser gestiegen. Es geht dort um den Zusammenfluss dieser beiden oder dieser beiden Ströme. Das ist der sogenannte Nune-Ursprung. Und das ist das Bild, was dabei entstanden ist. Und jetzt ging es ganz viel um Wasser. Und ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass so natürliche Elemente für mich durchaus interessant sind. Was auch ganz toll für mich funktioniert, sind Felsen und Bäume und Wald. Und das sind einige Aufnahmen davon. Ich habe gesagt, dass die Orte sehr unterschiedlich sind. Die anderen Motive, die könnt ihr euch gerne im Buch angucken. Das Buch liegt dort drüben. Komme ich gleich noch mit ein paar Ansichten zu. Was ich immer probiert habe, nicht immer, aber in manchen Orten sind so Detailaufnahmen, die auch Feineres zeigen, einladen zum näher hinschauen. Sehr viel Stein war zugegen bei diesem Ort. Das war tatsächlich das letzte Shooting. Das war ein Shooting, wo ich 800 Meter tief in der Erde in einem Bergwerk fotografiert habe. Und ich habe gedacht, das ist so ein Irrsinn, das zu machen, weil ich muss ja mein ganzes Equipment inklusive Dunkelkammer da reinbringen. Da möchte ich gerne das WDR-Team einladen, was mich vorher schon mal begleitet hat. Und die fanden das auch ganz interessant, sind vorbeigekommen und dabei ist auch ein ganz interessantes Video geworden, wie ich gar keine Dunkelkammer mitnehmen musste, denn auf einmal war die ganze Höhle, in der ich fotografiert habe, die Dunkelkammer. Als letzter visueller Hinweis aus dem Buch, ein kurzes Video zu einem Bild, was ich 2-mal gemacht habe. Ich fand diesen Baum auf einer Hochebene sehr spannend, habe ihn fotografiert. Das ist das Fixieren im Übrigen. Das ist der Moment bei den Porträts, in dem die Worte für die erste Serie entstanden sind. Und dann habe ich gedacht, das sieht okay aus, aber das muss noch ein bisschen lichter werden. Und dann habe ich gedacht, na gut,
Ich mache das nochmal. Also so sieht das dann in digitalisierter Form aus. Dann habe ich das nochmal gemacht. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hätten, würde ich das stehen lassen und euch bitten, mal zu überlegen, was da anders ist. Ich löse das Rätsel mal auf. Das ist ein Selbstporträt. Ich habe in dem Moment, wo ich die Kappe vom Objektiv genommen habe, gemerkt, so, oh, das wird das einzige Bild im ganzen Buch, auf dem ein Mensch zu sehen ist. Und das ist das. Auch wenn ich da sehr sakral wirke. Ja. Also ich habe mich einfach auf den Stamm gelegt. Auch im letzten Jahr gab es eine Ausstellung dazu im Museum Holthausen. Es war ein schöner Auftakt, an den Ort oder an die Region zurückzugehen, Südwestfalen, Sauerland, in dem die Aufnahmen entstanden sind. War eine relativ große Ausstellung mit 3 Räumen, in denen ich Originale und auch wieder großformatige Prints gezeigt habe. Auch wieder Platin Palladium, also gleiches Verfahren, ein bisschen kleinformatiger als bei den Guardians. Und da habe ich auch ganz bewusst einige Motive schräg oder diagonal in den Räumen platziert, dass es quasi die Originalplatte und den Print gab, um zu schauen, wie funktionieren die miteinander. Sehe ich vielleicht in dem Print etwas, was ich in dem Original noch nicht gesehen habe. Und ebenfalls vorgestellt am Vernissagetag der Ausstellung erschien das Buch Places of Resonance, das ich mit Michael Gleich zusammen und dem Gestalter Clemens Theobert Schädler aus Wien zusammen als Trio gemacht habe. Wir haben das in Eigenregie gemacht, im Selbstverlag mit ISBN-Nummer verlegt und haben da sehr viel Liebe und Herzblut und Zeit und auch sehr viel Geld reingesteckt, ein Buch zu machen, von dem wir gesagt haben, das ist unser Wunsch, dass dieses Buch sowas wie ein eigener Seelenort wird, dass man sich immer wieder hernehmen kann, dass man sich entweder über die Bildebene oder über die Textebene oder auch über den Abgleich von beiden erschließen kann. Das ist ein Bild von Michael und mir, der hat mich hin und wieder begleitet und damit bin ich am Ende angekommen. Vielen Dank. Das Buch habe ich da, wer mag, kann sich das anschauen und ihr mögt es kaum glauben, ich habe noch einige davon, ihr dürft es gerne über meine Webseite bestellen, ich schicke euch das dann zu. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Christian. Hier ist das Buch, ich lege es mal hier drauf. 2 Originale hätte ich auch mitgebracht. Für die, die jetzt nicht ganz schnell wegfahren müssen, finden wir nachher noch einen Ort, wo ein bisschen Licht, also gutes Licht hinkommt, dann können wir das noch zeigen. Ich soll ich mal was zuerst sagen oder gibt es sofort etwas von eurer Seite aus? Ja, lassen wir doch einfach mal Herrn Faure sprechen. Da musst du. Also Henrik Faure-Delfa, ich wollte mich hier nicht vordrängeln, aber du hast mir derartig aus der Seele gesprochen. Eigentlich ist es so, wenn 2 Leute einer Meinung sind, muss man nicht drüber reden. Aber vielen Dank, dass du das mal ausgedrückt hast, was mir über Schäferhält zu zeigen. Ich fand das super klasse. Das ist das eine. Und das zweite, wird jetzt noch online übertragen oder nicht? Ja. Nee, dann sage ich das nicht. Okay, aber jedenfalls war ganz, ganz, ganz toll. Ich sage es, wenn ihr ausgestellt habt, noch für die, die noch da sind. Und diese bei den Kolonienfotografien, dazu noch eine ganz kurze Anmerkung, und zwar, die haben einen besonderen Reiz, den kann man in irgendeinem Print überhaupt gar nicht darstellen, das heißt nur in den Originalen, ja, und das ist hier in der DFA, wird das jetzt so langsam, weil das Original wieder eingepflegt, es gibt ja zumindest einen Tisch hier für ein paar Euro, wo man die Bilder drauflegen kann, im Vergleich zu diesem, ich weiß nicht wie viel, 100 Euro Equipment, womit aber Jürgen Skreber eine ganz tolle Projektion macht, das heißt, diese Kritik an seiner Bildfarbe, die war jammern auf höchstem Niveau, ich sehe sonst Bilder nie so gut präsentiert wie hier, muss man einfach mal sagen, nicht? Und das ist das eine, das andere ist eben, dass die DFA Spielraum gibt für solche Sachen hier und dass man sich hier auch drüber streiten kann und so, und dass man, obwohl Außenseiter, wenigstens gehört wird, das finde ich auch ganz toll und jedenfalls, also ach so, eins habe ich noch vergessen, Gesichter, das Thema vom Anfang, das ist ja, warum diese so sehr gesehen wird, man sieht sich ja nur im Spiegel, ja, das heißt, wenn er irgendein beliebiges Porträtfoto sieht, sagt man immer, das sieht scheiße aus, weil so sehe ich ja nicht aus, man sieht das Spiegelbild, aber wir anderen, wenn wir jemand anders im Porträt sehen, ja, dann
oh, das ist ja ungewöhnlich, ja, weil es eben das Spiegelbild ist. So sieht man Menschen sonst nie. Das ist natürlich ein schmutziger Trick, aber es funktioniert gut. Es ist kein Trick, das ist inhärent. Es geht nicht anders. Ja, ist klar. Kurze Korrektur, die Tische gab es eigentlich immer, Henrik, die gab es immer. Aber irgendwann hatte mal der Tisch irgendwie, es gibt ja immer Zufälle, weißt du, es ist so wie bei der Bahn. Du fährst nie Bahn und jetzt entscheidest du dich einmal, dass du Bahn fährst und was passiert, du kommst irgendwie zu spät an. Aber derjenige, der Bahncard 100 hat, immer fährt, gibt es immer Bahn, aber es gab immer Tische. Okay. Und dann haben die Leute drauf gesessen, dass sie so voll waren. Ja, weil es so voll war, da haben die Leute drauf gesessen. Ja, aber das Original wollen wir gerne jetzt hier aus der hinteren Reihe. Ich dachte, es wäre schon gegangen. Ich komme nicht. Ja, danke für die Präsentation. Was ich schön gefunden hätte, wäre vielleicht ganz kurz drei Worte zu Vetkolodium zu sagen. Also wenn ich mich erinnere, ich habe zwar solche Sachen an der Uni teilweise unterrichtet, die ersten Bilder, die man vom Mont Blanc brachte, das waren Nass-Collodium-Bilder und diese Bilder, das waren beschichtete, glaube ich, vor Ort beschichtete Glasplatten, die dort oben auch noch gleich entwickelt wurden. Ich weiß es nicht, wie du arbeitest oder wie sie arbeiten, das wäre schön, einfach zu wissen. Eine andere Geschichte, die da irgendwo mit reingeht, Sudeck kennen wahrscheinlich die meisten hier. Und Sudeck hat irgendwann mal in den 50er Jahren gehört, je größer die Kamera ist, desto besser wird die Qualität der Arbeit. Und jetzt muss man aber wissen, Sudeck hatte nur einen Arm. Der hatte im Krieg den Arm verloren und ist dann mit dem Leiterwagen durch Prag durchgezogen. Und als er dann endlich seine 30x40 Kamera hatte, entfuhr ihm nur eines: What a sheet. Also was für ein Scheiß, mit was befasse ich mich eigentlich? Und er sagte, er hat danach, glaube ich, aufgehört, mit 30, 40 Negativen zu arbeiten. Aber wie ist Ihre Erfahrung oder wie ist deine Erfahrung da? Also erstmal Vetkolodium und dann mit der Beschichtung vor Ort und mit der Entwicklung. Also normalerweise habe ich da ein eigenes kleines Kapitel in einem solchen Vortrag. Da wir jetzt nicht so viel Zeit hatten, habe ich das einfach rausgekürzt. Aber die Frage ist deswegen total berechtigt. In aller Kürze, das Collodium-Nassplattenverfahren heißt Nassplattenverfahren, weil die Platte ab dem Moment, wo ich sie beginne zu beschichten, und das muss ich Bild für Bild immer selber machen, die kann man nicht nass kaufen, würde auch nicht gehen, den gesamten Prozess über bis zur Schlussbesserung nass ist und bleiben muss. Wenn die zwischendrin austrocknet, sage ich mal platt, ist das Bild kaputt, funktioniert nicht mehr. Das heißt, ich beschichte die vor Ort mit einer Collodium-Lösung, in der Salze enthalten sind. Dann wird diese beschichtete Platte in ein Silberbad getaucht. Das ist quasi so die Magic Ingredients in nahezu allen Filmmaterialien, auch heute noch. Das wird also darin sensibilisiert, dann reagiert das Silber in dem Silberbad mit den Salzen und es entsteht ein lichtempfindlicher Film. Auch wenn er nicht so lichtempfindlich ist wie moderne Planfilmmaterialien oder Rollfilmmaterialien, ist es lichtsensibel. Damit gehe ich zur Kamera, natürlich nicht einfach so, ich muss es in einen Plattenhalter machen. Genau, also das ist der Plattenhalter. Ne? Und bringe das genauso wie eine Planfilmkassette zur Kamera. Je nachdem, wie die Kamera konstruiert ist, schiebe ich das entweder hinten rein oder baue das da hinten dran, mache meine Belichtung und muss dann relativ schnell wieder zurück in die Dunkelkammer, also in das Dunkelkammerzelt, wenn ich unterwegs bin, und mache dort sofort die Entwicklung und nachher auch die Fixierung, wie in dem Video zu sehen. Das ist ganz grob der Ablauf. Und das müsste ich machen, wenn ich hier ein Gruppenbild mache oder wenn ich auf dem Mont Blanc auf dem Gletscher stehe. Der Ablauf ist im Wesentlichen der gleiche. Ja, aber
ich habe, man hat vorher diese quasi diese Kiste gesehen, wo diese 50, 60 oder 40, 50 Gläser drin lagen. Also quasi als, das war die Transportkiste. Das war die Transportkiste, das mit den fertig belichteten und noch nicht versiegelten Bildern. Das wäre der letzte Schritt, den habe ich gerade unterschlagen. Was heißt versiegelt? Versiegelt heißt, die Platten müssen vor Umwelteinflüssen, insbesondere Sauerstoff, der in der Luft ja zum Glück enthalten ist, geschützt werden. Sonst würde das Silber bei einem sogenannten Tintype, habe ich eine schwarze Platte, auf der das Bild durch reines Silber sichtbar wird. Das würde mit der Zeit oxidieren, also schwarz werden. Schwarzes Bild auf schwarzem Grund ist dann irgendwann nicht mehr so sichtbar. Deswegen versiegel ich das mit einem Lack. Und damit ist das, wenn ich sauber gearbeitet habe, auch noch in 150 Jahren in dem Zustand ersichtlich. Also das war dieses Zaponin. Es gibt ganz unterschiedliche Lacke, die benutzt werden, ob jetzt Sandarak oder Shellac oder moderne Acryllacke. Im Prinzip geht es einfach darum, eine Schutzschicht davor zu machen, die das versiegelt. Ja, aber dann kamen doch nachher Bilder, die einfach in der Entwicklungsschale entwickelt wurden. Wie war das? Das waren dann quasi die Kontakte von diesen Glasplatten. Wenn man ein Negativ fotografiert, dann kann man dieses Negativ... Was heißt denn negativ fotografiert? Sind das Positive, die Sie fotografieren? Das, was gerade in meinem Vortrag war, sind Positive. Okay. Eigentlich ist das in der fotografischen Evolutionsgeschichte ein Abfallprodukt. Ein recht erfolgreiches Abfallprodukt, denn das, was man als Carte de Visite kennt, diese kleinen Karten, was die Fotografie für viele Teile der Gesellschaft erst zugänglich gemacht hat, das sind kleine Porträts auf Blech in der Regel. Und man hat durch Zufall festgestellt, dass wenn ich ein Negativ fotografieren will, aber einen Fehler mache und das dann durch Zufall zwei Blenden unterbelichte und das dann durch Zufall auf einmal vor was Schwarzes halte, dann, aha, erscheint dieses als negativ völlig unbrauchbare Bild auf einmal als positiv. Und ich mache es in den meisten Fällen so, es sei denn, ich will negativ haben, dass ich auf schwarzen Metallplatten fotografiere und dadurch ein direkt positiv Verfahren habe. Okay, wenn ich also nachher wie die Ferrotypien möchte, früher. Bitte? Wie die Ferrotypien. Richtig, genau. Ich könnte, das war die Revolution damals, 1851, als dieses Verfahren rausgekommen ist, das ein Negativ machen und damit in Anführungszeichen beliebig viele Prints erstellen. Die Ästhetik ist aber unterschiedlich. Die Ästhetik von diesen Nassplatten, Tintypes oder Ferrotypien, sagen wir jetzt mal, dass das das Gleiche ist. Ich hole gleich zwei raus, könnt ihr euch anschauen. Die ist einfach besonders und die kann man, das auf einer Glasplatte sieht das wieder leicht anders aus, weil das Glas auch eine eigene Dicke hat, in der Regel 2 bis 3 Millimeter. Ich sehe schon, wir hätten alleine über diese technischen Aspekte sehr viel reden können, aber ich habe die probiert, ein bisschen an der Seite zu lassen, über die Inhalte zu reden. Ja. Nee, es ist ja auch so, die wenigsten haben ja jetzt so das direkte Interesse an dem technischen Vorgang jetzt, wie ich zum Beispiel, weil ich eben auch eine 11x14-Inch-Kamera habe, mit der ich auf Dia-Material fotografiert habe vor Jahren, liegt jetzt aber seit Jahren halt still, weil ich die Möglichkeit nicht mehr hatte. Hatte damals auch auf den Leuchttischen hier Original-Dias präsentiert, die Interesse fahren, aber ich glaube, heute wäre das Interesse viel größer daran. Das kann sein, ja. Claude, willst du noch etwas zur Technik sagen, oder? Ja, gut, dann machen wir das auch noch. Also das ist ja eine sehr aufwendige Technik, also früher die Reisefotografen, die ja dann eben dieses nasse Collodium-Verfahren angewandt haben, dank der Erfindung von Scott Archer und Gustave Le Gray um 1852 etwa. Und Robert Bingham, der wird meistens vergessen, aber die drei waren es ja. Und da war es ja wirklich dann so aufwendig, dass man ja vor Ort sein Labor mitnehmen musste in einem Kamerazelt, die ganzen Chemikalien hatte, auf einer Glasplatte das nasse Collodium aufgestrichen hatte und dann gleich in die Platte hinein, gleich belichtet. So, und dann wurde das gleich vor Ort dann fixiert und gewässert. Wie geht das denn bei diesen riesengroßen Glasplatten? Das sind ja nicht
die herkömmlichen Glasplatten. Ja, ganz genauso. Es ist einfach nur größer und vom Handling her ein bisschen schwieriger. Ob ich jetzt eine kleine Fullplate-Platte, wie man das früher genannt hätte, oder eine 40x50cm-Platte mache, der Prozess ist im Wesentlichen der gleiche. Das Handling ist komplizierter. Also je größer das wird, das steigt so ein bisschen exponentiell an, desto komplizierter wird das vom Handling. Aber ich mache das genauso, wie die Fotografen das vor 170 Jahren gemacht haben. Okay. Nur, dass ich ein bisschen einfacher an die Chemie komme und ein Zelt habe, was nicht ein Eselskarren ist, sondern was ich so aufbauen und wieder zusammen machen kann. Aber das Verfahren und der Ablauf ist exakt das Gleiche. Und mal eine Frage, ist das nicht masochistisch? Das ist ja ziemlich aufwendig, das Ganze. Was ist der besondere Reiz im Vergleich? Ich würde gerne masochistisch gegen meditativ austauschen. Dann kommen wir ungefähr dahin, was dieses Verfahren mit mir macht. Ich habe das eben schon als Entschleunigung benannt. Entschleunigte Zeit. Die Frage, die ich mir selber im Vorfeld sehr gründlich stelle, ist, lohnt es sich wirklich, dieses Bild zu machen? Mit digitalen Mitteln würde ich es einfach machen und nachher gucken, ist es was geworden oder nicht. Aber ich überlege mir das sehr genau. Und diese Fokussierung, diese Konzentration, die dieses Verfahren notwendigerweise mit sich bringt, macht mir das Leben unterm Strich viel einfacher. Mhm. Klingt ein bisschen absurd, ist aber okay. So. Sie sind natürlich dann auch auf die Sujets fixiert, also Landschaften, Stillleben, Menschen in der Großstadt, bildjournalistisch etwas festzuhalten, wird es natürlich dann schwieriger. Das geht schon auch. Man muss sich ja nur die historischen Aufnahmen angucken. Also man muss dann ein bisschen tricksen und verstehen, wie das geht und vielleicht auch einen Tag nehmen, an dem es nicht regnet, sondern die Sonne schön hell scheint. Dann kann man auch mit einer Viertelsekunde arbeiten. Mhm. Ne? Und damit kann man also auch Straßenszenen ganz gut einfangen. Also gerade bei den historischen Aufnahmen sieht man auch dann zum Teil die Phantompersonen, die dann aufgrund der langen Belichtungszeit sich langsam auflösen. Es gibt ein ganz bekanntes Bild, wo ein Schuhputzer zu sehen ist. Das ist allgemein in der Geschichte bekannt als das erste Bild eines Menschen in einer Fotografie. Ich würde sagen, das ist soweit korrekt. Vielleicht gab es noch ein anderes, was heute nicht bekannt ist. Ich bin ja froh, dass ich das nicht gesehen habe mit diesem Abrissen. Das Bild war von Daguerre, von der Bühne gesprungen. Das Bild war von Daguerre. Ich glaube, dass es vorher schon ganz viele Bilder mit Menschen gab, die waren nur nicht sichtbar, weil die sich einfach durch die Szenerie bewegt haben während der Belichtung. Also das Bild war, wovon Sie reden, vom Schuhputzer von Daguerre von 1800, glaube ich, so 37 ich oder so. Irgendwas in den Dreh. Das ist im Boulevard du Temple aufgenommen, direkt von der Wohnung von Daguerre. Alles, was man herum sehen sollte, ist aufgelöst. Warum? Das ist am helllichten Tag, richtig, wo die Kutschen, wo die Menschen liefen. Und man vermutet, das ist das erste inszenierte Bild der Welt, in dem Daguerre selber zwei Leute hinpostiert haben, die aber ruhig stehen mussten, damit die Figuren eingefangen werden. Hat genau. Funktioniert. So. Okay. Gut. So. Naturraum. Nachdem wir jetzt sehr intensiv das große Interesse halt einfach an technischen Möglichkeiten. Es wird noch aufgezeichnet, deswegen ist Henrik jetzt noch mal ein bisschen raus, weil er will ja erst etwas sagen, bis es nicht mehr übertragen wird. Aber habt ihr vieles schon im Grunde genommen irgendwie angesprochen. Ich wollte an sich eigentlich eine kleine Provokation jetzt irgendwie hier so reinwerfen. Ist gar nicht so schlimm, weil mir ist natürlich, also eins erstmal der Fakt, mir ist aufgefallen, wir haben einen Vortrag gehört, der sagen wir von 80% eigentlich die technische Faszination dessen beschrieben hat, was dort irgendwie letztendlich passiert. Ich bewerte das jetzt nicht, sondern ich sage es erstmal. Als ich irgendwie angefangen habe zu studieren, habe ich damals immer gesagt, also diese ganze Technikkurse, das geht mir so auf einen Senkel. Wenn ich was erzählen will, ist es mir wurscht egal, was ich nehme. Ich will nur sagen, ich habe ja auch gelernt. Ja? Ich kann mich noch daran erinnern, als Herr Zurborn mal
einen Film im Rahmen unserer Ausstellung gemacht hat und mich dann in gewisser Weise beim Retuschieren aufgenommen hat, wo ich dann gesagt habe, also jetzt hier mit jedem Punkt, den ich sozusagen mit der Tusche, eine Eiweiß-Lasurfarbe hier, gehe ich sozusagen in die Tiefe dieses Bildes hinein. Wolfgang hat sehr pathetisch, Wolfgang hat sich total irgendwie kaputt gelacht. Und ich habe natürlich gelernt, und jetzt komme ich eben halt einfach auch dazu, wo wir vielleicht mal auch über inhaltliches Moment irgendwie sprechen. Du hast es ja auch schon gesagt und Claude hat angesprochen, ist das masochistisch, macht das überhaupt Sinn? Und ich habe sehr, sehr viele Projekte mitbekommen, die mit Großbildkamera, Porträts mit Großbildkamera gemacht worden sind. Hier kommt ja nicht nur eben halt einfach das Großbild Kamera dazu, sondern eben halt noch ein bestimmtes technisches Verfahren. Du hast es ganz kurz schon irgendwie erwähnt, Meditation, und ich bin heute im letzten Drittel meines Lebens bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass eine fotografische Technik, die in gewisser Weise eine Intensität und eine Entschleunigung und eine Konzentration halt einfach irgendwie ausmacht, dass sich das auf magische Weise auf das Bild überträgt. Es gibt das letzte Porträt, das du gemacht hast von diesem Mann. Das war das letzte Porträt, was wir gesehen haben. Ich sagte auch noch gerade zum Wolfgang, guck dir die Augen an. Ich bin mir unsicher, ob ich das mit einer Kleinbild oder überhaupt irgendwie. Halt, ich habe gedacht, ich hatte den Teufel im Studio, als ich das gesehen habe. Ja, aber habe. Es hat schon eine Intensität. Also, was ich jetzt letztendlich, worauf ich hinaus will, weil wir haben ja jetzt, ja, es ist jetzt sehr begrenzt, erstmal an Landschaften, die ja in gewisser Weise durch die Art der Ästhetik schon spektakulär, aber erstmal gar nicht so sensationell sind. Ja? Zwei Flüsse fließen zusammen, man sieht die Langzeitbelichtung, man sieht irgendwie das Abbilden von Zeit, dadurch, dass wir irgendwie verschwommen sind. Aber gehst du mit mir da in gewisser Weise einher, dass du sagst, es wird hier etwas eingefangen, das ist ja jetzt wirklich sehr pathetisch, was man im Prinzip mit der Schnelllebigkeit dessen, was heute im Grunde genommen natürlich auch Fotografie sein kann, eigentlich nicht mehr erreicht? Oder bin ich da in gewisser Weise auf der falschen Fährte? Ich gehe absolut mit. Ich würde sogar fast noch einen draufsetzen. Ich habe gemerkt, nicht nur bei den Aufnahmen des weltbekannten, aus gutem Grund weltbekannten Fotografen in Lima, sondern auch sonst, dass, oder die Frage ist, zwei Maßstäbe. Was macht mich selber stolz, wenn ich es als Fotografie an die Wand hänge? Das ist Nummer eins. Nummer zwei, welches fotografische Werk würde ich selber käuflich erwerben? Also wo habe ich eine Zahlungsbereitschaft? Ich habe gemerkt, dass die Zahlungsbereitschaft für digitale Prints bei mir in der Regel nicht vorhanden ist. Das ist so, als würde ich ein Poster kaufen. Es kann sein, dass das Motiv und die Fotografie total toll ist, aber ich würde das nicht kaufen. Und mir fällt gerade keine Ausnahme ein. Was macht mich stolz? Aspekt Nummer eins. Also da habe ich sehr, sehr viel drüber nachgedacht und habe sehr, sehr viel ausgebracht. Viele Stunden mit der Dunkelkammer und mit der Kamera und wo, was auch immer zugebracht. Und ich glaube ganz ehrlich, oder die Fotografie wird im Fachjargon als Flachware bezeichnet. Ich finde das ganz fürchterlich. Und ein Inkjet-Print ist für mich eine Flachware. Eine Nassplatte wird für mich zum Objekt. Und ich glaube, dass der Aufwand und die Intensität, die ich wahrnehme bei der Fotografie, zumindest ist das mein Wunsch, durch meine Fotografie spricht, wenn sie an der Wand hängt als Betrachter. Und das funktioniert viel besser im Original, in diesem haptischen Original als Werk, wenn dann nicht als digitaler Print. Ja. Und zu den Entwicklungen, die jetzt mit KI halt passieren, wie stehst du da jetzt, weil du gehst ja die Schritte zurück und vieles, was jetzt KI bedeutet, heißt ja eigentlich nach vorne gehen. Wie stehst du dazu? Ich finde das extrem faszinierend, was man damit machen kann. Und ich glaube, letztlich geht es darum.
ich mache mir in Anführungszeichen den Aufwand mit dieser Nassplattenfotografie ja nur, weil ich damit zu Ergebnissen komme, die ich mit digitalen Mitteln nicht erreicht habe. Wenn ich jetzt auf einmal mit den Mitteln von KI zu Bildergebnissen komme, die ich vorher nicht erreicht habe, super, ist ein kreativer Prozess. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass das dann keine Fotografie ist, oder dass es sinnvoll ist, das vielleicht nicht Fotografie zu nennen, aber es ist ein neues Medium, was gerade erwacht. Und ich finde es sehr interessant, das zu beobachten. Wollen wir diese Stille noch mal einen Moment aushalten? Christian Klein, vielen Dank. Sehr gerne. Klein. Ja, ist richtig. Alles richtig.